Willkommen zurück bei Let's Play Commander & Conquer Alarmstufe Rot 3. Wir haben in der letzten Folge angefangen, die mittlere Insel zu erobern und haben die Börse übernommen. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir auf jeden Fall... da haben wir noch einen Sputnik. Dass wir auf jeden Fall die restlichen Ressourcen in der mittleren Insel noch übernehmen. Und dass wir langsam mal ein bisschen was aufbauen da hier, um... die Mittel, um die Freiheitsstatue zu zerstören. Da hätte ich eigentlich auch nichts gegen Kirovs, ne? Obwohl ich schon Hubschrauber habe. Die werde ich jetzt aber mal abbrechen. Und dann lieber mal hier ein paar Kirovs hochbauen. Haben die, wo haben die denn überhaupt hingebaut? Oder haben die überhaupt Hubschrauber gebaut jetzt? So, dich dahin und dich dahin. Dann werde ich nämlich dich... wo war's? Da hinsetzen. Ach, da drüben gibt's noch ein Krankenhaus. Okay, das könnte man vielleicht noch übernehmen. Und euch schicke ich da rüber. Nein! Sehr schön! Eiserner Vorhang, ich hoffe für uns. Ich hoffe. Ja, wird Eiserner Vorhang geht noch. Ich glaube, das ist etwas, wofür ich kein Geld ausgeben würde hier in dem Spiel. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Sind an Alarmbereitschaft. Hören Sie den Ingenieur. Dieses Gebiet gehört uns. Wohin geht die Reise? Ich mache es mir hier gemütlich. Bist du eigentlich fertig gebaut? Ja, du sammelst schon. Orbitalregen ist wieder bereit. Das setzen wir nochmal da rein. Dass hier mal ein paar Einheiten mitgerissen werden. Machen wir dich mal. Setzen wir da hin und hier drüben muss ich noch absetzen. Dass wir auf jeden Fall die Ressourcen ist immer das Wichtigste mit hier. Und sobald der Sputnik aufgebaut ist, werde ich hier gleich die Mine hinsetzen. So, dass wir auf jeden Fall hier Ressourcen kriegen. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Da könnte ich eigentlich auch mal einen Schwung hinsetzen. Machen wir jetzt auch mal. Dass wir das Ganze mal erobern da. Kann ich vorher vielleicht noch ein bisschen was mit... Ja, Nummer 1 übernommen. Nummer 2 übernommen. Komm, zerstör. Zerstört. Ich kann einfach nicht verstehen, wieso Sie so weit... Sie haben einen Maulwurf eingeschleust, na klar. Ach nee, die Dinger. Nein, jetzt auch noch von der falschen Seite. Ah, das ist nicht gut. Vor allem die Dinger auch noch. Komm, ich muss die Dinger zerstören, ja? Jetzt haben sie mir die Kaserne weggebombt. So ein Scheißendreck. Ah. Ich muss schauen, dass ich hier auf jeden Fall das noch ein bisschen behalte hier. Wo ich die da hier der hochsetzen. Gut, das haben wir dann alles übernommen. Das heißt, hier kriegen wir Ressourcen. Du baust noch. Gut, da oben werde ich dann auf jeden Fall jetzt vielleicht mal die Kirovs nach und nach hinschicken. Dass das hier drüben mal ein bisschen in die Pötte kommt. Kirovs bauen noch. Na gut, dass ich hier bei dem Spiel keine sinnlosen Ressourcen für... Ah, ihr landet ja genau richtig. Was? No!
ihrer Position. Alles unter Kontrolle. Komm. Habt ihr noch nicht genug? Falschen Jäger, ja, ja, das heißt, ich werde doch mal da hier kurz ein bisschen loslegen müssen. Gut. Sammler, du lebst noch. Oh, da drüben auch. Scheibenkleister. Orbitalguss. Auch sehr nett. Gut, bevor du dich hier ganz zerstörst, werde ich dich verkaufen. Und ich werde da hier drüben. Baust du das noch? Nein. Ich werde hier drüben auf jeden Fall bauen. Oh ja, das setzen wir doch mal richtig schön Orbitalguss rein jetzt da hier. Und mal vorher noch ein bisschen Schiffe eingesammelt. Ah, das hat nicht mal geholfen. Ah. Ich werde jetzt hier echt... Mann. Hubschrauber mal rüber schicken. Unzureichende Mittel. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Einheit verloren. So schwer jetzt die ganzen Ressourcen hier drüben. Kampffreigabe erteilt. Nähern uns Ziel. Ein Sammler wird angegriffen. Komm. Gut, alle zerstört, sehr schön. Jetzt brauche ich natürlich wieder Sputniks. So, das heißt, die Hubschraube werde ich wieder hier rüberbringen. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Dich muss ich auch noch reparieren. Machen wir das mal so. Dass ich da von außen mal Richtung Dingens gehe. Aber ich werde jetzt da hier mal sagen, übernehmt mir jetzt die Fläche. Unser Verbündeter wird angegriffen. Alle Systeme stabil. Psst, leise. Unzureichende Mittel. So, das heißt, ich schicke jetzt da drauf, weil die Werften sind eh schon so gut wie down. Dann habe ich da auch nicht mal so schwer mit zu tun, die zu zerstören. Nummer 1. Nummer 2. So, haben wir da schon mal was zerstört? Ich glaube, ich sollte vielleicht... Ah, da oben komme ich nicht rum. Wenn, dann muss ich wirklich hier lang. Baust du noch? Nein. Ich glaube, da werde ich mal hier ein paar Dreadnoughts bauen. Das ist ja ein bisschen ärgerlich, dass die mich jetzt hier in der Mitte so angegriffen haben. Ich muss auf jeden Fall das wieder hinrichten. Habe ich da nicht gerade blau gesehen? Massenproduktion dank Preiswerter, das ist natürlich wichtig. Money ist ja gerade sehr Mangelware. Wo ist unser erstes Ziel? Dieses Gebiet gehört uns. Was darf es sein? Du warst hier. Wohin geht die Reise? Ich mache es mir hier gemütlich. Dieses Gebiet gehört uns. So, U-Boote. Mal da lang. Hab ich euch nicht gesagt, ihr solltet hier drinnen übernehmen? Es wäre natürlich schön, wenn ich da hier mal ein bisschen was sehen könnte, damit ich hier... Ah, Mann, da war jetzt halt echt gar nichts, ey.
Gab es hier draußen ja auch noch irgendwie sowas wie Werften oder so, die man zerstören kann? Ja, da wollte ich sowieso hin. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Aber ich will hier hinten hin, weil da hinten haben sie ihre Ressourcen. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Eigentlich will ich da hin. Und ich werde jetzt mal versuchen. Ach, die sind natürlich auch nicht gerade ohne, die Dinger. Ein Dreadnought. Dich werde ich auf jeden Fall mal hier hinsetzen. Unzureichende Mittel. So. Was wir jetzt machen werden, wir schicken einen dahin, wir schicken einen dahin, wir schicken einen dahin und wir schicken einen dahin. Und wir werden das so machen. Gut, zwei zerstört. Wieder welche zerstört, so muss das sein. Und gleich verhindern, dass die mehr bauen können. So muss das sein. Und gleich mal ein paar Sammler zerstören hier. Dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, jetzt euch woanders hier hinzubringen. Gut. Ressourcennachschub auf jeden Fall schon mal dezimiert, das ist schon mal sehr wichtig. Dann werde ich mal schauen, dass ich da hier mal ein bisschen Verteidigung abbaue. Komm, ich möchte ganz gerne mal hier in die Kraftwerke reinballern. Ah, ich brauche da hier drüben mal ein bisschen Sichtfeld. Ich möchte ganz gerne mal hier in die Kraftwerke rein, weil dann habe ich nämlich die ganzen Dingen zerstört, die ganzen Verteidigungssysteme. Und ich denke mal, ich werde jetzt mal so ganz dreist sein. Oh, das sind aber... Oh, jetzt ist da ein bisschen was frei. Hoffentlich reißt jetzt eine Ladung mit, komm. Und den großen noch. Ja! Seid ihr jetzt mit oder ohne Energie? Dann schicke ich euch mal hier rein. Anscheinend sind die jetzt ohne Energie. So, hier mal schön einsammeln. So, jetzt habe ich auf jeden Fall jetzt hier mal ein bisschen Vorschub gebracht. Jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Ich muss vor allem hier endlich mal schauen, dass ich die Dinger mal hinsetze. So, dass ich hier ein bisschen mehr Ressourcen kriege. Bauen wir das da. Oh, ich habe ja hier eine ganze Ladung an Dingens mittlerweile. Das müssen wir doch glatt mal nutzen. Alter. So, du bist aber... Oh, ganz knapp. Ganz knapp. So. Die Dinger sind... Haben die jetzt wieder welche gebaut? Nein, die sind noch am Brennen. Aber die haben wieder irgendwo Energie hingesetzt. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Kiros. Wie gerufen sind sie bereit? So muss das sein. Dann werden wir jetzt gleich mal weitermachen hier drüben. Und zwar will ich hier drüben die Kraftwerke zerstören. Dann habe ich hier noch einen Sputnik. Damit werde ich jetzt da drüben das noch übernehmen. Das ist alles hier im Bau, die kann ich machen. Das einzige Problem an den U-Booten ist, die sind tierisch langsam. Da ist nichts mehr. Unterbrochen. Kann ich euch angreifen?
Unzureichende Mittel. Ich glaube, wir haben auch langsam genug von den Dreadnoughts. Die werde ich mal, wenn die noch gebaut werden, abbrechen. Dann mache ich lieber ein paar Tesla-Schiffe. Und da drüben geht's schon rund. Mal ein bisschen mehr Stoff geben. Alter, da kommt aber eine Luftverteidigung hier. Gut, das haben wir schon mal zerstört. So, dann gehen wir noch da hinten drauf. Jetzt so viel ausnutzen wie nur möglich. Euch schicken wir mal da drüben hin. Ich will erstmal die Basis so gut wie möglich dezimieren, bevor ich jetzt hier anfange, auf den Freiheitsstatue zu gehen. Gut, dann gehen wir dich da drauf und dich da drauf. Ja, jetzt wird doch mal ordentlich was gemacht hier. So. Und jetzt weiß ich gar nicht. Oh, was ist denn das für ein Bug? Grafikbug, den kenne ich aber schon. Hier auf jeden Fall schauen, dass die nichts groß nachbauen können. Das heißt, die haben jetzt keine Energie mehr. Die haben eigentlich gar nichts mehr. Ich habe hier sogar noch eine Kirov. Unglaublich. Geldregen. So, dann machen wir dich mal dahin. Machen dich dahin. Die Schiffe werden auch nicht mehr lange. Die gehen nämlich kaputt, wenn die nichts zum Landen haben. Ja, so muss das eigentlich alles ablaufen da hier. Bauen auf jeden Fall trotzdem nochmal bevor... Ja, eigentlich haben wir schon gewonnen. Also wir müssen eigentlich nur noch die Freiheitsstatue zerstören, dann haben wir schon gewonnen. Trotzdem werde ich erst einmal hier übernehmen. Da habe ich noch zwei Kirovs. Gut, das habt ihr alles zerstört. Sehr schön, dann werde ich hier meinen Orbitalguss draufhauen. Auch wenn der, glaube ich, nicht viel bringt. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr Wumme. Da hat er fast gar nichts gebracht. So, dann werde ich euch jetzt mal auf die Freiheitsstatue schicken. Hier mal noch ein paar Unterstützungseinheiten hochschicken. Also wie gesagt, die Mission haben wir gewonnen. Wir müssen jetzt nur noch die Freiheitsstatue Statue zerstören. Euch hier werde ich mal deaktivieren. Baut's hier noch irgendwas? Das kann ich auch mal abbrechen daher. Da baut's auch nichts mehr. Sehr schön. Kommt jemand mit? Bau abgeschlossen. Und jetzt. Ja. Das war mal so richtig was zum Lachen. Zu sehen, wie die Welt erbebt vor uns. Sie sollte nach Haus kommen. Sie werden dort sicher als großer Kriegsheld empfangen. Ich bleibe noch etwas hier, glaube ich. Ich bin süchtig nach mehr. Spaß. Sie haben es geschafft. Die Alliierten sind bezwungen. Dank Ihnen, Kommandant, ist die ganze Welt nun eine wunderbare große Sowjetrepublik. Ha. Haben wir uns auch schon immer alle gewünscht? Die ganze Welt eine riesen Sowjetrepublik. Guck mal, da wird gleich der Stalin aufgebaut. Prost! Auf Sie, Kommandant. Das Volk möchte seinen neuen Premier sehen. Die kriegt ihr Grinsen auch nicht raus. Die Zukunft gehört Ihnen, Kommandant. Ah. Die Zukunft gehört Ihnen. Jo.
Das war jetzt definitiv die letzte Mission von der Sowjeten-Seitenkampagne. Ich will jetzt aber eigentlich ungern in dieser Folge jetzt schon gleich die Alliierten anfangen. Das würde ich lieber mit einer neuen Folge starten. Genau, Sowjeten haben wir fertig. Als nächstes werden wir diese Alliierten starten. Alliierten stehen am Rande der Vernichtung durch die Sowjetunion. Unter der Führung des neuen amerikanischen Präsidenten rüstet sich die Allianz jetzt aber zum Gegenschlag. Jo, wie gesagt, ich werde in dieser Folge die Alliierten jetzt noch nicht anfangen. Ich will damit lieber eine neue Folge starten. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt hierher gefallen. Ihr könnt ja mal ein paar Kommentare unten in den Kommentaren lassen. Wunderbare Aussage. Und werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir mit den Alliierten anfangen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.